einen wunderschönen Abend wünsche ich. Da bin ich wieder und in langer Hose, obwohl ich in Italien bin. Es hat übelst gewittert und geregnet und da ich ein alter Frostlappen bin, blieb mir wieder mal nichts anderes übrig, als lange Klamotten anzuziehen. Ich hoffe, das wird sich für alle Freunde der kurzen Röcke und Kleider diesen Urlaub noch ein bisschen ändern, aber für heute habe ich halt das gewählt. So, und ich gehe jetzt zur Abwechslung mal in ein Steakhouse, das soll neu sein hier in Garda. Ich bin mal ganz doll gespannt, wie das ist. Und werde euch gleich wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Also auf geht's! Da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob ich genau richtig gelaufen bin, aber ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Also gehen wir mal da lang.
würde sagen, es gibt definitiv schönere Locations als das, wo ich hier gelandet bin. Also der Gardasee hat da doch wesentlich schönere Ecken zu bieten. Aber vielleicht ist das Essen ja dann umso schöner und besser und entschädigt für das Ambiente drumherum. Ich werde es gleich erfahren. Mal schauen. Essen. Da bin ich wieder. Ich habe gegessen, bin noch satt. Für mich hatte das so ein bisschen Touch McDonald's für Steaks, aber in Ordnung, jedem das seine. Man konnte es essen, es war lecker und ich habe für mich heute Abend auf jeden Fall genug gegessen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Hoffe, dass wir uns die Tage in einer schöneren italienischen Gardasee-Location wiedersehen und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Tschüss!